Moin, hier ist Miro von Olight und willkommen zu Tag 22 vom Spendenkalender. Es neigt sich langsam dem Ende zu, aber 2-3 Tage haben wir noch zum Spenden, denn vielleicht haue ich am 25. tatsächlich auch noch mal was raus. Aber lasst euch überraschen. Ich habe heute für euch die Warrior X Pro in Rot im Angebot. Auf die könnt ihr bieten und das Höchstgebot bekommt dann den Zuschlag. Auf YouTube bitte bieten, denn Facebook verschluckt die ganzen Kommentare mit der Spam-Funktion. Und das Geld geht am Ende für den guten Zweck, nämlich an den Verein Roter Keil abzüglich Steuern. Und ihr seht es schon, das ist eine Lampe in richtig gutem Zustand. Ich würde sogar sagen, die ist absolut neuwertig. Ich habe keine einzige Gebrauchsspur gefunden. Und die Warrior X Pro in Rot, die gab es ja sogar nochmal in unserem Weihnachtssale ganz kurz ein paar letzte Exemplare. Von daher, die ist auf jeden Fall noch up to date. Und mit ihren 2100 Lumen und 500 Metern Leuchtweite hat man da auch wirklich ordentliche Leistung. Ja, viel mehr muss ich dazu, glaube ich, eigentlich gar nicht sagen. Ist eine Taschenlampe, die eher auf Reichweite bzw. auf Leuchtweite geht, wie ihr gerade gesehen habt. Aber man kann damit auch den näheren Bereich trotzdem noch ganz bequem mit bei ausleuchten. Gebote dann bitte unter dem Video in den Kommentaren und wir sehen uns dann morgen zum 23. Video. Allzeit gutes Licht!